Hallo und herzlich willkommen zurück zum TT Gamer und Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich stehe jetzt hier vor dem Kokiri Wald, vor den verlorenen Wäldern und wir gehen jetzt, wie versprochen, ein paar Herzteile holen. Und zwar das erste gehen wir hier nach links und da sehen wir ein Horror-Kit. Und dem werden wir jetzt Zanias Lied vorspielen. Und dann mal gucken, was passiert. Du kennst Zanias Lied. Wir sollten Freunde werden. Hier, nimm das. Also, wir sind jetzt Freunde und er gibt uns nämlich ein Herzteil. Also ein relativ leichtes Herzteil, schnell zu bekommen. Einfach mal Zanias Lied spielen vor dem Horror-Kit. Und schon will er eine Freundschaft und gibt uns das Herz. Das zweite Herzteil befindet sich, wenn wir dann hier gerade ausgehen. Hier haben wir ja schon mal da diesen Schießwettbewerb gewonnen und eine größere Deko-Kerntasche bekommen. Jetzt stellen wir uns hier drauf. Und da sehen wir auch zwei Horror-Kids. Wir zücken die Ocarina. Stimme in unser Lied mit deiner Ocarina ein. Wir fangen an. So, und das schreibe ich mir jetzt mal auf hier. Ah, unten rechts. Wir müssen das nachmachen. Und wenn wir das, die Melodie hier das dritte Mal, also sie haben verschiedene Melodien. Wenn wir dreimal die Melodien alle mitgespielt haben, dann geben die beiden Horror-Kids uns auch ein Herzteil. Oh, jetzt kommt noch einer da oben dazu. Also A, unten. So, erste Melodie, wer geschafft? Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Ein lächerlicher Rubin. So, spielst du mit uns? Ja, wir spielen wieder mit denen. Stimme in unser Lied mit deiner Ocarina ein. Ja, wir fangen an. Diesmal oben A links. Schreib mir das jetzt auf, sonst dauert das ewig, bis ich das hier durchblickt habe. Links war da. So, dasselbe und ein unten kommt dazu. Oben, links, unten. So, jetzt der gleiche Quatsch von eben nochmal und diesmal ein rechts. Oben, links, unten, rechts. Und noch eine Note mehr. Ein oben. Also oben, links, unten, rechts, oben. Und zweite Melodie perfekt nachgespielt. Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Schon wieder ein lächerlicher Rubin. So, spielst du mit uns? Ja, wir spielen noch ein letztes Mal mit euch. Stimme das Lied mit deiner Ocarina. Wir fangen an. Rechts, unten. So, das wird jetzt das längste Lied. Oh. Das war jetzt... Wir haben nicht aufgepasst. So. Ja, das wird das längste Lied jetzt mit den meisten Noten. Weil da wollen sie uns jetzt dran kriegen, wollen uns testen, ob wir das auch wirklich alles können, was die wollen. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich hier nicht verdrücke mit meinem scheiß Joypad. Weil die Tasten halt, wie ich es schon mal gesagt habe, anders sind als die beim normalen 64er oder beim GameCube. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Aber das müssten wir hier auch schaffen. Oh, zwei Noten noch, glaube ich. Also, rechts, unten, oben, rechts, links. So, noch eine weitere Note und dann noch eine. Oh, okay. Rechts, unten, oben, rechts, links, oben. So, und jetzt der letzte Durchgang. Ein A zum Schluss nochmal.
Okay, jetzt nichts falsch machen. Und ich hab's geschafft. Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Und wir haben ein weiteres Herzteil erhalten. Finde noch ein Herzteil, dann erhöht sich die Energieleiste um einen Herzcontainer. Okay. Als nächstes machen wir uns auf den Weg nochmal zu den Goronen. Weil hier haben wir jetzt erstmal... Oh, komm. Erstmal alles erledigt. Im Kokiri-Wald. Soweit man könnte noch... Ich meine, hier gibt es noch so ein paar Skulltullas. Aber da habe ich jetzt nicht unbedingt Lust drauf, die ganzen Skulltullas hier noch zu holen. Ah, falscher Weg. Egal. Gehen wir nochmal rein. Wir nehmen hier die Abkürzung durch den durch die verlorenen Wälder zu den Goronen. Geht schneller. Einmal rechts, einmal links und dann müsste auch schon geradeaus das Tor zu den Goronen sein. Ja. Wusste ich doch. So. Und jetzt machen wir nämlich ein lustiges Spielchen. Und zwar machen wir... Sollen wir als erstes das hier machen? Ja, mach mal als erstes das hier. Nee, falsch. Bumerang wollte ich nicht. Und zwar müssen wir eine Bombe in den Kessel da unten werfen. Und wenn das lachende Gesicht zu unserer Seite zeigt, dann erhalten wir ein Herzteil. Und wir haben Glück. Wir bekommen direkt das Herzteil. Das letzte Mal, als ich das gespielt habe, hat es ewig gedauert, bis ich das Herzteil hatte. Aber wir haben Glück. Direkt das Herzteil. Wunderbar. So, können wir auch mal hier den Weg, können wir auch mal frei machen jetzt. Da müsste ein Laden drin sein, glaube ich. Goronenladen oder sowas. Ja. Der... Nehmen wir mal Bomben mit. Wir könnten hier eine Rüstung kaufen für 200 Rubine. Bringt uns ja nichts. 5 Stück, 25 Rubine. Ja, nehmen wir die mal mit. Ist zwar... super teuer, was der uns da verkauft. Aber egal, wir brauchen die Bomben nämlich. Jetzt, um nämlich das nächste Geheimnis hier bei den Goronen zu lüften. Und ich glaube auch erstmal das letzte Geheimnis, was wir zu diesem Zeitpunkt dann hier machen können, lüften können. Und zwar, wo ist es denn? Wir müssen hier noch eine Etage höher. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch noch. Es gibt... Moment. Ja, hier. Es gibt hier nämlich so einen kleinen Freund. Der rollt hier die ganze Zeit rum. Was ist denn hier drin? So einen kleinen Freund, der hier die ganze Zeit rumrollt. Oder warte... Ne, da. Klein. Okay, klein ist er nicht. So, da haben wir ihn erwischt. Und mit dem wollen wir mal reden. Komm her. Hey, warum hast du mich aufgehalten? Das mag ich gar nicht. Ich war gerade so schön in Fahrt. Auf diese Weise kann man wunderbar Stress abbauen. Lass mich jetzt weiterrollen. Rock'n'Roll. Okay. Und wie das hier mit dem Typen weitergeht. Wir müssen ihn nämlich noch einmal anhalten. Das seht ihr im nächsten Part. Also, bis zum nächsten Mal. Euer TT-Gamer.